mit etwas ganz, ganz Neuem bei uns im Programm. Liebe Zuschauer, begrüßen wir Sie aufs Allerherzigste zurück im laufenden Programm. Und es geht um ein Smartphone. Da gibt es unglaublich viele von den unterschiedlichsten Herstellern. Sie kennen wahrscheinlich unsere Top-Marke Simvalley, vielleicht auch schon aus persönlichen Erfahrungen heraus. Und manchmal weiß man nicht so wirklich, welches Handy ist denn für mich eigentlich genau das Richtige. Es soll handlich sein, es soll natürlich funktionell sein, es soll all das bieten, was ein modernes Smartphone so bieten kann. Preislich sind sie aber vielleicht so ein bisschen eingeschränkt und suchen vielleicht etwas für den etwas schmaleren Geldbeutel, vielleicht auch für den Einstieg. Nun, da ist aus dem Hause Simvalley unser SP121 wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Und genau das Sahnestückchen in unserem Programm zeigen wir Ihnen jetzt gemeinsam mit dem Kai. Und das ist wirklich mal wieder ein absolutes Highlight, vor allem zu einem bezahlbaren Preis. Also ich würde es mal als Volkshandy titulieren, denn... Gut. Viele Menschen suchen heute ein Smartphone, was gut funktioniert, was auf dem neuesten Stand der Technik ist, was das Betriebssystem betrifft, was ordentlich schnell natürlich auch Internetseiten aufbaut oder ansonsten sehr zuverlässig ist. Und da können wir mit unserem SP121 dienen. Denn mit 4 Zoll heute für das Geld, das werden Sie jetzt gleich sehen, so ein vernünftiges Handy zu bekommen, wo ich allein schon bei der Display-Technologie auf dem neuesten Stand bin. Wir haben nämlich ein sogenanntes AMOLED-Display mit drin, das heißt also ein LED-Display, was unheimlich wenig Strom verbraucht, dann sind Sie hier genau richtig. Das liegt nämlich super in der Hand, ist wunderschön gemacht von der Größe her. Ja. Und es ist ein Smartphone, was sich jeder leisten kann. Und ich denke gerade jetzt zu Weihnachten, wenn sich jüngere Leute ein Smartphone wünschen, dann sind die Amis meistens ein bisschen teuer. Das ist genau der Punkt. Und wenn ich ein Simlock und vertragsfreies Handy suche, das wirklich bezahlbar ist, ich habe übrigens jetzt gehört, dass also der Durchschnittsbürger in Deutschland knapp 300 Euro für Weihnachten ausgibt, dann haben wir hier preismäßig auch wirklich ein ganz ideales Handy für Sie. Genau, das ist der Punkt. Über den Preis werden wir gleich noch in aller Ruhe sprechen. Es ist wirklich ein absolutes Highlight bei uns im Programm, rein preislich. Parallel dazu sehen Sie natürlich schon die ein oder andere Anwendungsmöglichkeit von Ihrem neuen Smartphone. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Wir haben natürlich auch hier eine vernünftige Bilddiagonale. Das sind 4 Zoll, das sind 10,2 Zentimeter. Da wir ja im metrischen System rechnen, kann man das ruhig mal so sagen. Das Betriebssystem hast du angesprochen. Android 4.2 nennt man nach wie vor noch Jelly Bean. Das Schöne ist, dass wir für unsere Kunden natürlich auch schon ein schönes App-Pack zusammengefasst haben, dass man eigentlich nur den Akku aufladen muss und gleich loslegen kann. Eigentlich loslegen, anmelden bei Google, dann natürlich den Google Play Store nutzen können, sich da hunderttausende kostenlose Applikationen, Spiele runterziehen. Was mich begeistert, ist gerade bei dem kleinen, und das liegt wirklich phänomenal in der Hand, bei dem kleinen Handy, dass es ultra schnell ist. Es ist egal, was ich an Seiten aufbaue, der Prozessor hier innen drin, Zweikernprozessor, der gibt richtig Gas. Und es geht allein schon jetzt mit dem, Sie sehen es, diese kräftigen Farben in dem Display, das ist eben dieses AMOLED-Display, das läuft so sahneweich. Wow. Das ist ein absoluter Knüller, super schnell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal mich interessiere, wie sieht es denn jetzt im Moment aus, jetzt gehe ich mal kurz auf den Bereich raus, was ist denn im Moment aktuell so in den Nachrichten los? Dann gehe ich mal auf die Spiegel Online-App, die baut sich rasend schnell auf. Ich habe jetzt vor der Sendung ein bisschen mit dem Handy gespielt. Das ist echt ein Knüller, wie schnell das geht. Ich bin selber überrascht, speziell bei dem Preis, was wir hier wirklich für ein rasend schnelles Gerät anbieten können. Es ist von der bildlichen Darstellung fantastisch, egal ob Sie es hochkant oder quer nehmen, das kann er natürlich auch. Er hat diesen Zweikernprozessor drin, der ihn so unglaublich schnell macht. Nicht zu vergessen, natürlich auch noch 2 Kameras, denn so ein Telefon ist ja nicht nur ein super Informationslieferant, egal was Sie haben möchten, die Abfahrtszeiten Ihres nächsten Busses beispielsweise oder mal eben den Standort des nächsten Steak-Restaurants. Der ein oder andere nutzt es natürlich auch mal für schöne Aufnahmen, gerade jetzt über die Feiertage hat man die Familie zu Hause, da sind die Kinder, die Enkelchen unterm Weihnachtsbaum, ein paar schöne Fotos sollten da schon sein und da haben wir 2 Digitalkameras mit drin. Eine natürlich für Foto und Video mit 5 Megapixel. Sogar mit einem LED-Blitz und sogar mit einem Autofokus. Und sogar noch eine 2. Kamera, die zu Ihnen zeigt, für Selbstporträt beispielsweise oder auch für die berühmte Videotelefonie. Und auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Auch die Kamera, die zu Ihnen zeigt, hat noch 2 Megapixel. Und das ist eine super Auflösung. Toll natürlich auch hier die Geschwindigkeit, wenn man sich zum Beispiel auch mal so kleine YouTube-Videos oder unseren Livestream anschauen möchte. Funktioniert ruckelfrei und zur vollsten Zufriedenheit. Das liegt super in der Hand. Das ist ein kleines, kompaktes Handy mit
4 Zoll. Mehr braucht nämlich als Smartphone eigentlich kein Mensch. Interessant ist bei unseren SIM-Valleys immer wieder, und das ist ein entscheidendes Merkmal bei den Geräten, wir haben diese sogenannte Dual-SIM-Funktion. Die finde ich hochpraktisch, denn ich kann hier 2 Mobilfunktelefonkarten einlegen. Das bedeutet, entweder privat oder beruflich zu nutzen. Oder wenn ich jetzt wirklich in Grenznähe wohne, wie hier zum Beispiel, wenn ich öfter mal in der Schweiz zu tun habe oder in Frankreich, bei uns hier von Freiburg aus ist es ja nicht weit, dann kann ich mir immer passend einen Inlandstarif im Ausland holen. Und die Funktion haben schon viele, viele tausende Kunden bei uns wirklich genutzt, denn ich finde das klasse, dass ich 2 Telefone in einem habe. Mir gefällt unheimlich gut, es ist schön flach, es sieht super schön aus. Mhm. Wir haben ein wirklich absolut durchdachtes Handy für einen kleinen Preis. Und sollten Sie wirklich ein Geschenk suchen für Weihnachten, es geht um ein Smartphone, würde ich Ihnen unser SP121 wärmstens ans Herz legen. Denn ich bin wirklich sehr angetan davon. Wir haben einen 3D-Grafikbeschleuniger drin. Sie können bis zu 32 GB Speicherplatz mit reinpacken. Mhm. Und natürlich auch noch, was ich auch sehr schön finde, ich kann es natürlich wieder als Navigationssystem verwenden, denn wir haben sogar einen GPS-Sensor drin. Und wenn Sie jetzt die ganzen Merkmale mal so zusammenpacken, dann muss ich ehrlich sagen, das ist so ein richtiges Volks-Smartphone. Richtig. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir natürlich auch den Preis mal thematisieren müssen, der übrigens nicht nur für unsere Zuschauer in Deutschland gilt. Auch die Österreicher, die Schweizer und auch die Franzosen seien an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Auch da kann man Pearl TV empfangen. Auch in diesen Regionen wird fleißig bei uns bestellt. Wir reden mal über den Preis. Knapp 300 Euro ist die unverbindliche Preisangabe seitens des Herstellers für ein Smartphone mit diesen Ausstattungsmerkmalen, die wir gerade angesprochen haben, die wir Ihnen gerade noch mal ganz kurz zeigen. Jetzt sind wir aber hier bei Pearl TV und Sie wissen, da haben wir natürlich immer noch mal ein ganz besonderes Preisgoodie für Sie in der Hinterhand. Und deswegen sprechen wir aktuell von einem Preis für dieses Smartphone hier, der deutlich unter 150 Euro liegt. Ich kenne Telefonverträge, ich kenne Anbieter, die mir 150 Euro Einmalzahlung aus der Tasche nehmen. Dafür muss ich aber dann trotzdem über die Vertragslaufzeit, 2 Jahre, 24 Monate monatlich dann immer noch mal trotzdem zusätzlich mein Telefon abstottern. Unterm Strich gezählt zahle ich das Telefon wahrscheinlich 2-mal. Macht aber dann durchaus Sinn, wenn man eben so 3, 4, 5, 600 Euro mitunter, je nach Speicher und je nach Hersteller, vielleicht nicht auf einmal ausgeben möchte. Hier haben Sie einen Preis von unter 150 Euro für ein Smartphone in dieser Ausstattung. Wirklich fantastisch, allein vom Preis her. Und das Gerät gehört Ihnen. Das heißt, Sie können es natürlich jederzeit verwenden. Sie werden viele Jahre Freude dran haben. Und der Preis macht das Stück natürlich auch für die Weihnachtsfeiertage oder vielleicht auch für andere Gelegenheiten als Geschenk mal durchaus interessant. Es ist ja heute immer wieder das Thema Kinder ab 8, 9 Jahren. Ja. Die Schulkameraden haben alle ein Smartphone und dann geht's los. Man möchte sein Kind eigentlich nicht oder seinen Neffen, nicht einen Enkel natürlich, nicht benachteiligen. Aha. Bloß, wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, diese 24 Monate Vertragsbindung ist natürlich schon eine heftige Nummer. Ja. Hier kann ich für kleines Geld ein wirklich tolles Smartphone verschenken, mir selber leisten, kann eine Prepaid-Karte reintun, das heißt, ich habe auch noch Kostenkontrolle, habe 2 wunderschöne Kameras dabei, eine AMOLED-Technologie vom Display, die also richtig ultra leuchtend ist. Das heißt, die kann ich eben auch bei Sonneneinstrahlung super gucken. Ja. Wir haben Bluetooth mit drin, das heißt, jederzeit auch kabellosen Datenaustausch. Es ist sogar Bluetooth 4.0. Das bedeutet, es verbraucht 90% weniger Strom. Also unheimlich viel sinnvolle Ausstattung drin für kleines Geld. Und wenn ich dann eben mit einer passenden Applikation damit mich auch noch navigieren lassen kann, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und so gesehen, weil ich jetzt vorhin gesagt habe, Volkshandy, mehr Handy braucht eigentlich auch kein Mensch, weil das ist alles drin. Richtig. Ja? Ich finde ehrlich gesagt die Ausstattung für diesen Preis fantastisch. Die beiden Kameras, eine nach vorne und eine zu Ihnen, sind ganz, ganz toll gemacht. Ich hätte mich damals bei meiner Digitalkamera gefreut, wenn ich die 5 Megapixel gehabt hätte. Und damals habe ich noch 350, 400 Euro nur für meine Kamera bezahlt. Die macht bei weitem nicht so gute Bilder wie dieses Smartphone, was wir gerade anbieten. Sie haben den 2-Kern-Prozessor mit drin. Sie haben die Möglichkeit zur kabellosen Datenübertragung via Bluetooth. Sie haben natürlich den GPS-Empfänger mit drin. Sie können jederzeit Ihren persönlichen Hotspot einrichten, um sich ins kabellose Internet automatisch einwählen zu lassen. Natürlich können Sie auch mobil unterwegs über das klassische Handynetz gehen. Und da sprechen wir also auch schon von der Weiterentwicklung, mobiles Internet, HSDA, 3G kann er natürlich ebenfalls. Also Sie sind auf dem absolut neuesten Stand der Technik, allerdings preislich in einem Bereich, wo man eigentlich wirklich mal mit der Zunge schnalzen kann. Als Einsteigergerät für junge Leute oder für Herrschaften, die es vielleicht nur gelegentlich nutzen, ist das eine perfekte Möglichkeit, in die große, weite Welt der Smartphones abzutauchen. Bestellen wir mal hier, ist die PX 3594 und die 569. Ich finde es einfach toll, ich habe gerade mal die Navigationsfunktion angemacht, das läuft einfach unheimlich
kurzflüssig und sie sind sofort auf den Ergebnissen, die sie haben wollen. Und wenn ich jetzt einfach mal hier abtippe und sage Route, dann geht das ruckzuck. Ich kann mir meine ganzen Routenoptionen auswählen. Das ist ein wunderschönes Handy für kleines Geld und eigentlich der ideale Einstieg in den Bereich Smartphone. Und wie gesagt, denken Sie dran, 2 SIM-Karten kriegen Sie auch noch dazu. Schlagen Sie jetzt zu. Das ist nämlich wirklich eine richtig schöne, vernünftige Lösung.